So, nun sind wir wieder an der Arbeit. Gestern ist mir ein kleiner Fehler passiert. Das Häuschen war etwas zu breit und meine Bretter hier für das Dach zu schmal. Also habe ich das ganze Häuschen etwas schmaler gemacht. Das machte ich heimlich. Niemand weiß, ach, jetzt habe ich mich verraten. Naja, gut. Jetzt passen die Dachbretter hier und ich muss sie noch abschrägen. Hieraus machen wir das Dach für das Vogelhäuschen. Die Bretter müssen schräg abgeschnitten werden, damit man sie dann so zusammensetzen kann. Die Säge wurde auf 45 Grad eingestellt. Also, gut so. Und jetzt noch die gleiche Länge. Damit das Ganze stabil wird, schraube ich hier eine kleine Verstärkung ein. So, auf der anderen Seite genauso. Jetzt können wir mal probieren, das Dach festzuschrauben. So, eins, dann geht's so um, eine Schraube. Nicht ganz. Thank you.
sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt bohren wir noch die übrigen Löcher. Die haben wir uns ja schon angezeichnet. Noch ein bisschen versenken. So, stabil. So, und jetzt schleifen wir das Ganze schön glatt. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe hier eine Stange, die ich in die Erde stecken kann. Ich bekam sie von meinem Nachbarn, von Walter. Ebe ja polucil azasieda a Waldera. Und darauf setze ich dann das Vogelhäuschen,
Die Stange kommt in die Erde und die Vögel werden ihre Freude haben. Nicht am Häuschen, aber am Futter. Das Dach ist jetzt auch bedeckt und vielleicht geschieht in diesem Jahr ein Wunder und in Deutschland fällt Schnee. Dann steht in meinem Garten ein Vogelhäuschen. So, Nagrival Grishu i Naverna v Germani v Edom Gadu Sne Budit i Batom Stait v Sadu Kormuschka. Auf Wiedersehen, do svidaniya.